Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Call of Cthulhu. In der letzten Folge sind wir doch im Keller das erste Mal den Kultisten begegnet, die gerade versucht haben, Cthulhu irgendwie wieder zu... wieder zu beleben oder wieder zu erwecken. Und ja, dann haben sie uns entdeckt. Officer Bradley ist draufgegangen und dann ist auf einmal die ganze Höhle eingestürzt und wir versuchen jetzt irgendwie uns hier ja rauszuschleppen. Light! At last! Und es scheint uns wohl auch... Wow. Ich wollte gerade sagen, es scheint uns auch zu gelingen, aber dann... Ja... ist die Höhle doch noch vor uns eingestürzt. Und wir sind im Kapitel 5, Riverside Institute. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Ah ja, stimmt. Ah ja, stimmt, jetzt wo es so kommt, dieses eine Monsterviech, das sah doch sehr nach Charles Hawkins aus. Bradley versuchte ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institute gebracht, sein Zustand ist kritisch. Okay, also scheint ja der Bradley, Officer Bradley, nicht tot zu sein. Hier steht nur verstümmelte den Polizisten. Und wie wir jetzt ins Riverside Institute gekommen sind, wer uns dahin gebracht hat, wieso, weshalb und warum, das wird sich jetzt hoffentlich klären. Zack, bumm. Ach, Dr. Fuller. Gott, das sieht... Gott! Okay, das mit den Versuchspersonen gefällt mir schon mal gar nicht. Wow. Save them, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. Okay. What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Your dad, he killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Okay, was passiert hier gerade? Dem Bradley scheint es ja irgendwie doch sehr gut zu gehen. Der Fuller. Wow. What happened to me? Where am I? Gut, da haben wir da auch mal ein bisschen mitgemacht. Was ist jetzt hier gerade passiert? Wir sind jetzt also irgendwie in einer Gummizelle eingesperrt. Dem Bradley ging's ganz gut. Hier wird viel rumgelacht und rumgeschrien, wie es halt so, wie man sich halt so eine Klapse vorstellt.
Okay, und wir warten jetzt einfach mal, auch wenn ich das jetzt nicht so machen wollte. Okay. Und es sieht aus, als ob wir uns wieder in irgendeinem Albtraum befinden. Genau, wir haben den Dr. Fuller gesehen, den kennen wir von dem Bild. Der hat der Sarah Hawkins die Barbiturate verschrieben. Genau, das ist der dritte Mann auf dem Bild neben Charles Hawkins und dem Captain Fitzroy. Was jetzt mit dem Bradley los ist, weiß ich nicht. Haben wir das gerade alles wieder nur geträumt? Weiß ich nicht. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, das war real. Und ja, warum der Bradley doch jetzt so, warum es dem so gut ging und was uns jetzt gespritzt wurde, für was wir jetzt genau die Versuchsperson sind, das werden wir vielleicht jetzt doch alles rausfinden. Wir wackeln jedenfalls sehr stark. Ich habe kein Licht, das heißt, es ist wieder saumäßig dunkel. Kann hier nahezu nichts machen. Ich wackel jetzt einfach mal hier raus. Puh, okay. Okay, danke für die Info. Wow. Grüß dich. Hast du mir auch noch was zu sagen? Okay. Okay. Okay, ich gehe hier einfach mal weiter und hoffe, dass nichts passiert. Mhm. Ich habe halt echt keine Ahnung, ob das gerade echt ist oder nicht. Es scheint eventuell doch. Wake up. Oh. Come on, stand up. We don't have much time. Na gut, dann machen wir das mal. Can you stand up? Ja, ich stehe doch schon. A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive. I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Okay, wir können Sie jetzt was fragen. Was tun Sie mit den Patienten hier? Wie soll ich von hier entkommen? So groß ist das Risiko nicht. Ich weiß nicht einmal, mit wem ich es zu tun habe.
Oh, das ist so. The nurses at work on a patient. It wouldn't be good for me to get caught. You must avoid them at all costs. If someone found out that I released you from your room, I'd never find work in a hospital again. So nice of you to worry about me like that. Do not be unpleasant, Mr. Pierce. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Okay, okay. Verstanden. Achso, dann geht's jetzt auch schon los. Zack. Ja, wir haben unsere Sturmlaterne und unser Feuerzeug wieder. Unser Hauptziel ist es jetzt. What is this? Ach, okay. Dann nutzen wir das natürlich mal noch schnell. What did they inject him with? Oh, das sieht echt nicht gut aus. Am I in an asylum? Gut. Man muss doch mal schon ganz schön nah rangehen. What did he write about the painting? The painting of... cursed... Why the strange symbol repeated over and over? Stimmt, das ist echt überall. Okay, hier steht Sarah. Sarah? Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Aha. Also scheint sie den Typen doch gekannt zu haben. Ha 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 ha. Das wird wahrscheinlich alles zugesperrt sein, aber ich probiere es trotzdem. Ich will euch alle freilassen. So, haben wir hier noch was Leckeres? Nee. If I don't get out of here, I'll end up like him. Okay. Ja, vielleicht ist es auch nicht so gut. So, versuchen die Leute hier rauszulassen. Das sieht doch mal lecker aus. Dann würde ich mal sagen, dass wir... Oh, höchstwahrscheinlich raus müssen. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, doctor. Genau das haben wir aber vor. Wir versuchen jetzt hier rauszukommen. Tarnung und Erkennung, wenn ein Feind deine Anwesenheit vermutet, erscheint eine. Weise irgendwas, okay. Dieses Gelache. Wo kommen wir denn erstmal hier raus? Hier ist eine Tür. Durch diese Reflexion denken wir da ab und zu mal, dass da irgendwas ist. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They run out again upstairs. Put a few aside for me. Wo müssen wir denn jetzt hin? Above all, leave the wheels where they are.
3, 2, 1. Moment. 3, 2, 1. Tja, und natürlich unterbricht ein erstmal der Postmann wieder. Wir schauen jetzt mal, wo wir... Hopsa, ich wollte natürlich nicht aufstehen, wo wir hier eigentlich hin müssen. Kann man hier nicht mal... Ausgang oder sowas ranschreiben. So, ich gehe jetzt mal hier rein. In den Empfang, weil ich einfach mal... Exactly what I need. Was? Weil ich davon ausgehe, dass hier drinne Schlüssel und locked. Sowas sind. Man scheint da aber irgendwie auch noch von hinten reinzukommen. Deswegen düsen wir jetzt mal. Oh Gott, was ist denn das? Die Küche? Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nö. Wow! Shit, wo kommt denn der her? Ja, der muss uns doch gesehen haben. Also, wir haben hier ein Glück, dass die Leute hier echt so blind sind. Zwei Schlüssel. Schlüssel zum Wachraum, Schlüssel zum Wartungsraum. Haben wir hier noch irgendwas? Was haben wir hier noch? Ah, okay. Was? Eingesperrt zu sein, findet er, glaube ich, zurzeit nicht so cool. Was latscht denn der jetzt hier so doof rum? Der geht wahrscheinlich immer denselben Weg, okay. Wir versuchen mal weiter hier rauszukommen. Ich habe nur leider Pharmazie. Ich weiß nicht, ob das ernsthaft was so bringt. Also ob wir hier noch irgendwas finden können oder ob wir wirklich... einfach mal... Scopolamine, Morphine... Opium? Nothing but common drugs. Ah nee, das wollen wir nicht. Komm raus hier. Wow, da ist ja jemand. Gott, verfluch mich. Es ist wieder der Typ, oder was? Hier gibt es auf jeden Fall auch noch was zu finden. Was ist der eine Typ, der hier rumlatscht, gell? Oh mein Gott, ey. Muss ich wahrhaftig schon ein klein wenig die Luft anhalten. Gott sei Dank leuchtet das hier so durch. Das sieht man dann immer relativ gut, wo der gerade eigentlich langläuft. Ja Gott, ich wollte jetzt nicht das Licht anmachen. So, mal schauen, ob wir hier irgendwo hinkommen. Natürlich nicht.
Trotzdem scheint es hier eigentlich irgendwas zu finden zu geben. Kann man nicht einfach mal so einen Hammer mitnehmen? Oh, da kommt doch der Typ schon wieder. Mein Gott, warum latscht denn der immer genau da lang, wo wir gerade hin müssen? Nee, ist wieder so ein scheiß Schrank. Da will ich doch nicht rein. Jetzt ist er wieder da. Okay, ja, dann probieren wir das ja mal aufzutüdeln. Wer weiß, was uns das bringt. This padlock is too complicated for me. Okay. Ja, dann lassen wir das halt. So, jetzt kommt er wieder hierher gelatscht. Mal gucken, wo er jetzt hingeht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was haben wir hier? Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzte Woche verursachte... Der Vorfall der letzte Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jedem Nutzungslagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen sie die Verwendungsliste auf den aktuellen Stand halten. Dr. Fuller. Oh, Entschuldigung. Dr. Fuller. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Okay, dann gucken wir uns das doch nochmal an. Notiz an das Personal. Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr machen. Ich möchte Sie nur warnen. Wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. ZN Mechanica. So, da ist nichts. This valve controls the pressure. Okay, drehen wir halt einfach mal dran. So, das Problem ist nur, ich glaube, dass halt jetzt bestimmt jemand hier kommen wird. The control wheel is missing. The control wheel is missing. Okay. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. Ja, effektiv müssen wir jetzt hier eigentlich nichts machen, oder? Ich meine, ich drehe da mal ganz gern dran rum. Aber unser Ziel sollte ja gerade sein, hier rauszukommen, oder? Oder? So, mal schauen, ob wir das auftüdeln können. Das klappt. Perfekt. Okay. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Aha. Okay. Okay. Ah, das gefällt mir allerdings wieder absolut gar nicht. Jetzt hätten wir natürlich mal noch den Stromteil da, das Stromteil abstellen können. Wo ich auch nicht genau weiß, was uns das eigentlich bringt, aber okay. Oh Gott, ich sehe fast nichts mehr. Aha, okay, okay, okay. Wir haben mal wieder eine Zange. Control wheel is missing. This lever must turn on the gas machine.
There's nothing happening. Ja gut, dann haben wir das auch mal gemacht. Breche jetzt auch einfach mal das Ding auf, dass wir da nicht wieder zurück müssen. Und dann hat es damit auch unser Spiel gespeichert. Aus Spaß an der Freude mache ich jetzt mal hier noch den. Have I activated anything? Hebel kaputt. Also entweder mache ich das gerade alles echt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Oder... wer weiß. Okay. Nee, warte mal. Ach so, doch, das ist ja der Raum. Okay, okay, okay. Alles klar. Gut. Nee, das soll's ausmachen. Ja. Ach, scheiße, da sind die beiden Wärter, alles klar. Okay, also scheint es da wahrscheinlich auch einfach der Ausgang zu sein. Sehe ich das richtig? Von hier sind wir ja quasi gekommen. Okay, wenn wir uns so rausbeugen, dann macht es denen eigentlich nichts. Wir könnten natürlich irgendwie mit dem Scheiß da, wenn wir da die Gashähne und noch was finden, dann... könnten wir da irgendwie etwas... machen, was ja eine Störung verursachen. Ja, wo die beiden Wachen sich dann drum kümmern müssen, weil ja scheinbar irgendwie niemand anders da ist. Und dann könnten wir da rausspazieren. Da müsste ich jetzt auch nochmal ganz genau nachgucken, was wir da genau veranstalten müssen, dass das so funktioniert. Da brauchen wir irgendwie zwei Hähne oder irgendwas. Und ja, dann müssen wir hier noch hier und da irgendwie wo was drehen, ein paar Hebel umlegen und dann sollte das eventuell doch funktionieren. Dafür lesen wir, also können wir jetzt nicht. Zumindest haben wir hier schon mal alles auf. Jetzt ist halt die Frage, wo diese anderen... The control wheel is missing. Genau, diese anderen Kontrollräder im Wartungsraum oder irgend sowas. Da müssten wir den eventuell mal noch finden. Sprich... das hier haben wir uns eigentlich auch nie so richtig durchgelesen, gell? Vielleicht finden wir da mal noch irgendwas. Das machen wir mal noch schnell. Riverside Institute. Ich sehe wieder vor mir, wie Bradley vor diesem Mann ausgeweidet wird. Das war wirklich Charles Hawkins. Meine Flucht, der Einsturz und den Felsen entsperrt zu sein, in den Felsen eingesperrt zu sein, hat sich jemand um mich gekümmert. Bradley lebt. Was ist das für ein Ort? Eine Art Anstalt. Sie brachten einen Mann aus einer Zelle und Bradley lebt. Eine Frau ist gekommen, um mich zu befreien. Sie arbeitet hier als Ärztin. Sie meinte, dass Bradley sie geschickt hat, dass sie eine Ablenkung schaffen wird, damit ich von den Wächtern unbemerkt nach oben komme. Kann ich ihr vertrauen?
Ja, scheinbar hat sie das gemacht, aber das haben wir jetzt irgendwie verpasst. Glaube ich, weil vorhin sind ja die Leute weggegangen. Aber da hätten wir irgendwie schneller reagieren müssen. Dasselbe Symbol in der Zelle. Den Patienten gewaltsam entfernten überall ein Stern mit einer Art Zweig in der Mitte. Das Erstaunliche ist, dass der arme Kerl von Sarah Hawkins besucht wurde. Wie standen sie zueinander? Kann ich mehr über den Tod dieser rätselhaften Frau herausfinden, wenn ich ihn finde? Dr. Coldens Plan hat nicht funktioniert. Ein anderer Doktor, vielleicht ihr Vorgesetzter, hat sie auf frischer Tat ertappt. Sie musste ohne mich nach oben gehen. Die Wächter stehen noch immer vor der Tür und ich bin nicht in der Verfassung zu kämpfen. Ich muss für Ablenkung sorgen. Alles klar. Ich habe zwei Möglichkeiten zur Ablenkung, durch die ich auf die obere Etage gelangen kann. Die elektrische Maschine oder das Gasleitsystem. Mit einer der beiden sollte ich genug Unruhe stiften können, dass die Wächter ihre Posten verlassen. Es gibt eine Vorrichtung in den ganzen Komplex mit, die den ganzen Komplex mit Gas versorgt. Die Zellen sind so ausgelegt, dass ein gleichmäßiger Strom hindurchführt. Wenn ich es schaffe, den Druck zu erhöhen, könnte ich die Anlage in die Luft sprengen und so dafür Ablenkung sorgen. Die Handräder für die Gasventile fehlen. Wenn ich den Druck im Rohrleitungssystem ändern will, muss ich diese Räder finden. Die Mitarbeiter der Anstalt sprachen von einem Lagerraum. Okay, also haben wir jetzt, gut, dass wir das nochmal durchgelesen haben, haben wir zwei Möglichkeiten, entweder das Stromsystem oder das, das Nassaks Gassystem. Für eins von beiden. Ich würde sagen, wir suchen dann mal in der nächsten Folge den Lagerraum und schauen, ob wir da die beiden Ventile noch finden. Dann können wir da ein bisschen rumdingsen. Wir schauen mal hier noch kurz so ein bisschen die Sachen durch, dass wir das mal noch schnell abgehandelt haben. So, das Ritual im Tunnel. Verstand stabil. Genau. In dem Tunnel unter der Hawkins Villa erlebte Pierce, wie Officer Bradley von einem Mann mit monströser Gestalt ausgeweidet wurde. Die Männer in den Kutten und ihre Rituale konnten dem ehemaligen Soldaten nichts anhaben. Der brutale Tod Bradleys, die Entdeckung der Identität des Mörders, den er als den totgeglaubten Charles Hawkins erkannte, sowie dessen übermenschliche Stärke schaffen es aber, ihm Furcht einzuflößen. Pierce weiß noch immer nicht, ob er glauben soll, was er sah. Vielleicht schiebt er diese grauenhaften Visionen auf den Tod von Bradley. Vielleicht war es auch der Mangel an Sauerstoff nach dem Einsturz. Fähigkeiten, genau. Pierce, das Fähigkeiten, Darkwater. Dann haben wir hier zwei Leute. Charles Darwin. Charles Hawkins. 41 Räder, Charles Hawkins lebt, trotz der groben, deformierten Erscheinung sah dieses Ding aus wie Hawkins. Er griff sogar Bradley an, nachdem er ihn erkannte. Was ist in der Brandnacht nur mit Charles passiert? Ich habe noch nie ein Brandopfer in einem solchen Zustand gesehen. Da stimmt etwas nicht. Ja, wenn man so Tentakeln hat, keine Ahnung. Mary Colden, 32, Ärztin, und die sieht auch ganz hübsch aus. Die Freundin von Officer Bradley arbeitet als was? Ach ja, der ist ja auch erst 37. Aha, so ein deformierter Typ kriegt so eine Frau ab. Die Freundin von Officer Bradley arbeitet als Allgemeinmedizinerin im Riverside Institute. Schon lange vor meiner Ankunft fand sie heraus, dass Fuller in verbotene Aktivität verwickelt war. Sie möchte die Natur seiner Experimente aufdecken und glaubt, dass ihre Hilfe im Fall Hawkins ihre eigenen Untersuchungen vorantreiben könnte. Okkult, schlafender Kultist. Sie liegen auf einem eisigen Stein. Es sieht aus, als wären sie tot, aber ihre Körper verwesen nicht. Befinden sie sich in einer Art Koma? Eines steht fest, diese Personen wurden einer Behandlung unterzogen, die ihre körperlichen Eigenschaften verändert. Ich bin nicht sicher, ob man sie noch als Menschen bezeichnen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Kapitel 5 in der Gummizelle. In den Kellern des Riverside Institutes wurde dasselbe Zeichen mit schwarzer Kreide immer und immer wieder an die Wände gepolsterter Zellen der Anstalt gemalt. Es stellt einen fünfzackigen Stern dar.
in dessen Mitte ein Zweig, ein Ast oder eine Feder befindet. Ein paar geschriebene Zeilen ergänzen die Zeichnungen, scheinen aber keiner Logik zu folgen. Es wird ein Anblick, ein Portal und ein Gemälde erwähnt. Als die Wärter den Patienten aus der Zelle holen wollten, fiel die Patientenakte zu Boden. Darin steht, dass er von Sarah Hawkins besucht wurde. Inventar, Laterne haben wir wieder, die Zange, Schlüssel, das Notiz, die Notiz an das Personal haben wir. Genau, dann haben wir ja auch alles durchgeguckt. Ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal. Und wir machen uns in der nächsten Folge auf die Suche nach den Gashähnen und ja, dann prinzipiell hier aus der Sache mal rauszukommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis dahin und ciao.